Ich verweise bei diesem Video direkt auf ein Video, was wir gedreht haben mit einem bauähnlichen Fahrrad oder fast baugleich. Der Rahmen ist zumindest mal ähnlich. Lucian, geh mal gerade zur Seite. Dann zeige ich es mal gerade. Das haben wir eben gefilmt. Das ist das Charger 4 von Riese Müller. Hier in der Rahmenhöhe 49. Das blaue tatsächlich auch. Ja, ja, ist beides 49. Der Unterschied ist marginal, aber doch wesentlich, wenn man je nach Anwendung. Genau, also bei dem, was wir vorhin gefilmt haben, haben wir die Enviolo-Nabenschaltung mit Riemen. Und bei dem Rad, was wir jetzt gleich zeigen werden, haben wir eine klassische Kettenschaltung. Man kann aber auch die Bereifung, die drauf ist, das sieht man also hier schon. Ich habe eine Kettenschaltung XT, was drauf? Genau. So, XT ist mit drauf. Ich habe eine richtige Mountainbike-Bereifung. Das könnte ich aber bei dem anderen nachrüsten. Das heißt, also ich könnte eine Enviolo auch mit diesen Reifen fahren, oder? Ja, klar. Also es ist ein paar Handgriffe bei uns in der Werkstatt, wenn man bei uns einen Termin gemacht hat. Das geht schnell. So, fangen wir mal an. Es ist ein Hardtail. Das bedeutet also, hinten ist es hart. Aber wir haben die wohl beste Sattelstütze, Parallelogramm-Sattelstütze am Markt drin von Cane Creek, die mit dabei ist, die wirklich vollkommen tadellos funktioniert, oder? Ja, ist auf jeden Fall eine sehr gute Sattelstütze. So, das sieht man hier. Innen drin das Elastomer. Je nach Körpergewicht des Fahrers kann ich das einstellen. Lucian, wenn du es mal gerade ein bisschen belastest, dass man mal sieht, wie das Ganze funktioniert. Jetzt kommt ein Bordstein. Ich habe eine leichte Federung und sie federt nach hinten weg. Und das Ganze wird so abgefedert, dass es nicht direkt in den Rücken geht. Genau. Also es ist eine richtig gute Sattelstütze. Da ist auch noch Luft nach oben. Also wir haben auch tatsächlich noch wertigere. Also es ist definitiv nicht die beste, aber es ist eine sehr gute. Das ist so. Ja, wir werden das gleich mal zeigen. Ausstattung auch hier gleich. Was ist hinten, Anzahl der Kolben hinten? Zwei Kolben hinten, vier Kolben vorne. Also so die klassische Variation, wie es Riese Müller gerne verbaut. Vorne habe ich halt die MT5, die halt wirklich sehr schnell anspricht. Und ja, hinten mit meinen zwei Kolben kann ich halt auch ordentlich bremsen. Das Ganze mit Magura. System mit Best-3-System, das sieht man hier also von Bosch, das neue Bus-System, was eingebaut ist, Bosch Performance CX. Hat Riese Müller was anderes außer CX? Tatsächlich gibt es ein City-Rad mit Performance-Line. Active Line Plus und Performance Line, die haben die, aber meistens ist CX, sorry. Ich liebe das, ihr seid wie so ein Ehepaar, wenn ihr dann zusammenspielt. Du sagst was, der andere ergänzt sofort. 5.548 Euro. Das heißt zusammengefasst XT, Bosch Performance CX hier mit dabei. Ganz besonders die neue Farbe Petrol, bisschen angelegt an das Chili, was es ja schon die ganze Zeit gab, auch matt. Genau, ein richtig schön wertiger Farbton. Fällt direkt auf, aber ist auch nicht zu extrovertiert. Also das finde ich sehr gelungen. Das Chili fällt unglaublich auf. Ist natürlich auch gut für den Straßenverkehr, oder? Genau, also da brauche ich schon fast keine Beleuchtung mehr. Nee, Spaß. Also ist auch eine richtig schöne Farbe von Riese Müller. Ich finde, das mit dem Lack gelingt ihnen immer. Also da gibt es keine Ausreißer. Ja, eine Suntour Luftfeder ist hier drin, die, wo du sagst, das ist also steht den ganz Großen nichts nach. Ist eine richtig tolle Feder, auch für Dauerbetrieb. Genau, also für den Trekkingbereich brauchst du, glaube ich, nichts Besseres. Wenn es dann ein bisschen in Richtung Trail geht, dann gibt es natürlich noch wesentlich wertigere Gabeln, aber so für wirklich den Alltag, Trekkingbereich, brauchst du nicht mehr. Ja, hier vorne ist eine XT drauf. Das Besondere hierbei ist, dass alles schon vorgerüstet ist, dass ich also auch hier die Kette austauschen kann gegen eine andere Narbe, gegen einen Riemenantrieb. Wenn ich das aber vorher weiß, man kann sie auch bestellen mit der Rohloff. Genau, also wenn eh schon die Überlegung stattfindet, dann lieber noch ein bisschen mehr testen und sich dann gleich entscheiden, weil Nachrüsten kostet natürlich immer Geld, aber es ist möglich. XT ist aber richtig klasse. Ist so, ich sag mal, hier habe ich eigentlich ein Mountainbike, oder? Genau, das ist eine hochwertige, richtig hochwertige Mountainbike-Schaltung. Hier haben wir jetzt 11 Gänge. Das wirst du, viel mehr wirst du tatsächlich nicht brauchen. So, also Bosch Performance CX, 11 Gänge, die Batteriekapazität? 625 Wattstunden, sorry, 750 Wattstunden sind ja schon, schon der neue System, ja. Genau. Und das ist integriert hier in dem, 750 Watt gehen hier rein. Okay, die Rahmengrößen, gibt es die in allen Rahmengrößen eigentlich mit 750 Watt? Ja, genau, also da gibt es auch bis 56 halt hoch, ja. Und das hier ist jetzt so die mittlere. Die mittlere, GPS-Tracker integriert. Ist das optional oder habt ihr das immer mit rein konfiguriert? Es ist optional, aber wir bestellen es ehrlicherweise eigentlich immer, weil wir es halt auch richtig sinnvoll finden. Macht das Sinn, den Aufkleber draufzulassen oder ich sag mal, das schreckt schon ab, die Leute, oder ist das dann so eine Geschichte, wo die dann sagen, dann wollen wir es erst recht finden, wo es ist? Also ich würde ihn drauflassen, ich glaube, Abschreckung ist schon mal was wert und den Rest regelt die Versicherung. Das
So, GPS-Tracker bedeutet, man kann es orten. Genau, man kann es orten. Es gibt dann noch so ein Paket, wo man dann halt bei Riese Müller noch dazu buchen kann, dass die einem das Rad wieder zurück besorgen halt. Ne? Na, blöde Frage, ist da jetzt eine SIM-Karte drin oder wie funktioniert das? Ich mache, glaube ich, lieber keine Angaben dazu, wie das Sicherheitssystem funktioniert. Aber es funktioniert? Es funktioniert. Das heißt also, er macht keine Angaben, am besten mal googeln, ja, dann könnt ihr es rauskriegen. Wahrscheinlich die Vollprofis, die wissen schon, wie es geht, oder? Ja, also wenn ich mich jetzt auf Riese Müller spezialisiere, da weiß ich auch, wo ich das Ding rausschneiden muss, ja. Okay, so ist es. Aber es ist Aufwand. Also der 0815 Fahrraddieb, der hat da wenig Spaß dran, weil sie werden tatsächlich gefunden. Sie stehen auf einmal in irgendwelchen Hauseingängen drin. Sie werden schon mal Räder wiedergefunden? Ja, das ist schon vorgekommen. Hier steht es. Also, eigentlich, wenn ich sehe, ich zeige immer gerne unser Rad, was wir eben gezeigt haben. Was ist das? Ein Charger? Nee, das ist ein Super D-Lite. Super D-Lite mit zwei Akkus drin. Super D-Lite Rohloff. So heißt es tatsächlich. Geht kaum mehr, oder, als bei dem Rad? 10.000 Euro? 10.000 genau, ist knapp, also 10.700 Euro knapp. Und da ist halt alles drin, vom Bremslicht, vom starken Scheinwerfer mit Fernlichtfunktion, mit dem Neon-Display, dem größten und besten E-Bike. Über 1.000 Wattstunden Akku. 1.125 Wattstunden, genau. Ja, eine Rohloff halt mit 14 Gängen, elektronisch, die runterschaltet, die jetzt 526% Bandbreite hat, Voll-Fox-Fahrwerk. Also da ist halt mit 140 mm ist halt mit dem coolen Warm-Silver-Lack ist halt schon, mehr geht nicht mehr im Moment. Leisten sich auch viele Unternehmer so als Belohnung. Kann man nämlich wunderbar 0,25% absetzen. Man hat eine 0,25% Versteuerung. Das sind gerade mal 25 Euro im Monat, die ich hier versteuern muss. Und dafür kann ich das Ding komplett als Firmenfahrrad fahren. Kann sogar noch die Mehrwertsteuer absetzen. Genau, also das ist tatsächlich auch eine immer größer werdende Zielgruppe. Also wenn ich die Möglichkeit habe, das Rad zu leasen oder auf die Firma zu nehmen, das ist halt eine super Geschichte. Ja, die Leute holen das halt oft auch als Ersatz für den Zweitwagen. So, hier haben wir ein eigenes Video gemacht, recht lang, über eine halbe Stunde hier bei dem Rad. Es heißt übrigens, ich lese mal gerade ab, hier ist es der Super D-Lite GT, 51 cm, zurzeit 500 Wattstunden, aber insgesamt dann über 1000 Wattstunden, denn es hat zwei integrierte Akkus mit drin. Und hier ist so ein bisschen so, naja, Einstieg ist, ich denke, in der Klasse, es geht auch günstiger, aber in der Ausstattung hier kriegst du für knapp über 5.000 Euro doch ein tolles Rad. Ja, also von Einstieg kann man bei Riese Müller sowieso nicht reden, aber man muss hier auch bedenken, 750 Wattstunden, da hat man schon einiges mit drin. So ist es. Das Ganze wird in Deutschland assembliert, zusammengebaut, wo? In Darmstadt. In Darmstadt. So. Kennt ihr auch die Leute, ist das so, ist das hier jetzt Fließbandbetrieb oder ist das auch ein Meister, der alles zusammenbaut? Also Fließbandbetrieb bis zum gewissen Grad hast du bei einer großen Firma natürlich immer, aber da sind die Verantwortlichkeiten schon noch relativ klar geregelt, also da kennt man sich noch. Ist das ja einer der größten Riese- und Müller-Händler. Wir sind in Kaiserslautern, schaut euch bitte alle Videos an, wir haben viele tolle Videos gemacht mit allen drum und dran. Ihr seid sehr, sehr stark in der Lieferbarkeit unterwegs, ihr habt viel vorgeordert, habt viele Testräder. Genau, wir haben eigentlich so ziemlich das ganze Programm momentan hier und auch nochmal im Zulauf. Und ja, das Lager ist momentan noch gut gefüllt. Das ist so. Ganz wichtig, also auch für Leute, die kaufen wollen. Das Thema Leasing, wie lange dauert das, wenn ich sowas haben will? Was meinst du genau? Also die Laufzeit? Nee, ich komme jetzt hin und sage, ich hätte das gerne als Firmenbike. Willst brutto für netto Steuerklasse 1 absetzen von der Steuer? Wie lange dauert das? Also ich kann 36 Monate das Leasing machen und bis das halt alles durch ist, kann das halt in 2 Tagen durch sein, kann aber auch 2 Wochen brauchen, wenn jemand halt sein Tok, also die ganzen E-Mail und die Registrierung noch nicht gemacht hat. Also man muss sich da halt... Achso, die Firma muss einmal registriert sein, gell? Genau, der Arbeitnehmer muss das auch in die Wege leiten, dass das halt schon mal ein bisschen Vorarbeit gemacht ist. Das kostet nichts. Nö, also es kostet halt die... Aber also ich sage jetzt mal, der Arbeitgeber, wenn ich jetzt den jetzt erstmal registrieren lasse, das kostet im Vorfeld erstmal gar nichts. Oder? Nee, aber im Endeffekt wird das ja vom Brutto dann abgezogen und ja, das kostet... Später kostet was, wenn es gekauft ist. Das heißt, der Betrieb muss erstmal registriert werden, dann, ich sag mal, muss der Betrieb auch eine Freigabe machen. Das heißt, also der kann nicht einfach reinkommen, der Arbeitnehmer, sich mitnehmen, was er will. Genau, das ist jeder Anbieter so ein bisschen unterschiedlich. Es gibt auch welche, da kann der Arbeitnehmer mit einem Token kommen, kann das Rad gleich mitnehmen. Das kommt auch schon mal vor, aber in der Regel ist es halt wirklich so, dass man sich schon mal kurz mit dem Leasinganbieter beschäftigen muss, damit man halt relativ zeitnah sein Rad auch bekommt. Okay, das heißt, ich kriege das Rad als Jobrad vom Arbeitgeber, das ist ziemlich cool und kann sogar noch richtig Steuern sparen, je nach Steuerklasse um die 40% sogar. Das ist interessant. Kann ich später übernehmen eigentlich? Genau, 18% ist mittlerweile so die Hausmarke vom Neupreis. Restwert. Wo man es dann halt übernehmen kann.
Und ganz ehrlich, nach 3 Jahren ist es das mindestens wert. Früher war es halt 41%, aber dann hat es halt ein Leasing-Anbieter halt runter reduziert, alles nachgezogen und jetzt kriegt man es halt dann für 18%. Eigentlich wäre es locker noch die Hälfte wert nach 3 Jahren. Gerade mal der Satz der Mehrwertsteuer, der übrig bleibt. Also nehmen wir mal hier ein Beispiel 5.000 Euro, 18%, das wären rund 800 Euro, die ich dann am Schluss drauf zahle, dann gehört es mir. Genau, also es lohnt sich auf jeden Fall. Also gerade Leute, die halt keine Teilzeitstelle, sondern Vollzeitstelle haben oder Steuerklasse 1 und so sind, ja, das lohnt sich dann schon. Also da ist wirklich eine Ersparnis bis zu 40% möglich. Ja, die nächste Steuerklasse 11. Kommt ja in Deutschland. Davon weiß ich jetzt noch nichts, aber 91%, das ist mal ein Scherz. Bis zum nächsten Mal. Ja, wir sind bei Konrad Green Bikes in Kaiserslautern. Heute 1. Juni 2022. Öffnungszeiten? 10 bis 18 Uhr während der Woche und samstags 10 bis 15. Ja, einer der größten Riese und Müller Stores, Erlebnis Stores hier in Deutschland. Tschüss.